Gut, wir haben keine Wahl. Chum Bucket. Tut mir leid. Aber es musste so kommen. Und damit ein wunderschönes Ahoi Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zurück zu Let's Play Mad Max. Was? Ja. Ja, wir begeben uns jetzt ans große Finale. Ich hoffe, dass ich es in einer Folge schaffe. Da muss ich noch mal überlegen, wenn es länger dauern sollte, weiß ich nicht, ob ich die Folge in der Mitte, ob ich in der Mitte einen Cut mache oder ob ich sage, egal. Damit die Stimmung nicht abreißt, ne? Mache ich den Showdown. So, Moment. Max steht kurz vor dem letzten Showdown mit Scrotus, also stellt sicher, dass Max und der Magnum Opus gut ausgerüstet und verbessert sind, bevor du fortfährst. Ja, Max ist komplett verbessert, von daher dürfte das, denke ich, theoretisch zumindest kein Problem sein. Also kein Problem sei mal dahingestellt, aber ich denke, ich bin bereit, sagen wir so. Deswegen reden wir mal mit dem Blutsack. Where's Scrotus? Scrotus? I will tell you where to find him. Your fame walks on its own, and your shadow has grown, and my blood has fueled legend. Scrotus is settled on roadside of the Purgatory Flatlands. Too weak, he said. A spent shell! Bring his corpus gratis to the organic mechanic! And let the blood serve! Now my blood returns for you, Scrotus! Now my blood returns! Ein bisschen wahnsinnig, der Gute, aber jetzt geht's los. So, wir sollten erstmal genau einen nach dem anderen ausschalten. Zack. Ja, das werde ich machen, Schätzelein. Nein, die Stoßstange will ich nicht abhaben. Ich würde dir zu gerne die Reifen wegnehmen. Ach, wir machen es einfach so. Zack. Ja, jetzt ist mir ein bisschen Blut ins Gesicht gespritzt. Do it. The only thing you know how. Kill. Kill him. So, dann bist du auch schon mal weg, mein Freund. Ach komm, machen wir es so. Nein, ihr kommt mir nicht, ihr kleinen Schnuffelpuffels. Nicht mit Commander. Do it. The only thing you know how. Kill. Kill him. Ach komm, machen wir erst vorne. Komm, nehmen wir dich da hinten. Zack. Mist, das war jetzt doof. Jetzt schnell aus der Puschen kommen. Ah, wobei den da hinten hätte ich eigentlich noch eben schnell kaputt machen sollen. Das wäre, glaube ich, klüger gewesen. So, damit wärst du auch weg, mein Freund. Ach, der andere ist auch weg. Sehr gut. Komm, fahr ruhig vor, fahr vor. Ich will. Nein, du sollst mich nicht schleifen, du Sack. So, da wollte ich hin.
So, dann wollen wir es mal an den Großen machen. In der Hoffnung, dass der Zustand meines Wagens dafür noch reicht. Was? Harpune? Okay. Zack. So, jetzt ist der Gute schon mal heiß, heiß, heiß. Ich glaube, jetzt darf ich bestimmt noch mal an die andere Seite. Upsa, ui, 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 nicht die Kontrolle verlieren. Ach, Kinders. Ach, jetzt kommen noch ein paar Idioten hier dazu. Ja, ist klar. Und die werden es mir wahrscheinlich genau versauen, die Lümmel. So, schnell weg. Bevor du es mir endgültig versaust. Oh Mann, das ist gerade richtig, richtig mies. Ich brenne ja de facto schon. Gut, wir haben keine Wahl. Chumbucket. Tut mir leid. Aber es musste so kommen. Goodbye, Chumbucket. Na super. Zack. Dann bleib doch mal hier, Mensch. Ah, guck mal einer an. Mist, das war auch noch daneben. Ja, bis zum Tod, genau. Okay, das war jetzt mehr als doof. Vielleicht sollte ich nicht zielen, sondern aus. So aus der Hüfte werfen quasi. Upsa. Okay, der hat auf jeden Fall gesessen. Leider auch bei mir. Huhu!
Nein! Oh, das darf doch nicht wahr sein, ey. Scheiße! Mann! Ein bisschen zu spät geworfen und zu spät weggesprungen. Es wäre ja auch zu einfach. Hoffentlich starte ich jetzt wenigstens an dem Punkt und muss nicht wieder komplett alles von vorne machen. Das wäre ärgerlich. Upsa. Nein, muss ich nicht. Sehr gut. Ah, das war ein bisschen zu früh, aber ein bisschen Schaden hat er bekommen. Entschuldigung, mein Nächster juckt mal wieder. Ihr wisst, was das heißt. Wenn mein Nächster juckt, gibt's Damage. Ach Mann, ich war doch schon weit genug weg. Erzähl doch nicht. Hupsa, das wollte ich nicht. Ah, oh, jetzt werfe ich auch noch daneben. Super. Lady, da stimme ich mit dir voll und ganz überein. Husband, do it right this time. Wuhu! So, ihr Lieben, das war's. Die Geschichte um Mad Max und Scabrous Scrotus ist rum. Ja, wenn jetzt der Abspann kommt, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob noch irgendwas kommt. Nein, da ist der Abspann. So. Okay, ihr Lieben, das Spiel ist vorbei. Dies, ihr wisst ja, am Ende gibt es immer so ein kleines Fazit von mir. Also die Story fand ich gut, auch wenn sie zwischendurch hier und da, ja, weiß ich nicht, das war, ich fand es einerseits natürlich total traurig, dass Hope und Glory gestorben sind, andererseits fand ich für die Geschichte war das viel besser und hat viel mehr Sinn gemacht.
Und ja, grafisch gesehen war in Ordnung, war jetzt so kein Megasprung. Was sich gestört hat zwischendurch war, dass bei den Kämpfen, bei den Faustkämpfen, die Steuerung, also wenn man geblockt hat, das hat zwischendurch mal eher schlecht reagiert, weil er gerade noch in der Bewegung drin war. Und ja, ansonsten, es war eine Herausforderung. Das Open-World-Element hat mir sehr gut gefallen, hat auch sehr gut funktioniert mit diesem Spiel. Und ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Die Charaktere waren gut, fand ich. Wie gesagt, ich hatte es in den letzten Folgen schon mal gesagt, diese Einspieler von Hope und Glory, von den Stimmen, ohne dass man jetzt in der Story weiter vorankommt am Ende, wo man einfach nur Sidequests macht, und das kommt trotzdem immer und immer wieder, fand ich dramaturgisch gesehen richtig, richtig geil gemacht. Und ja, auf jeden Fall, wer auf Open World steht und auf so Sachen mit Wagen upgraden und so, dem kann ich das Spiel wärmstens empfehlen. Ich klinge mich an der Stelle aus, lasse ich noch den restlichen Abschwung genießen. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Kommentar da, vielleicht einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mich natürlich auch gerne abonnieren. Und ich hoffe, ihr schaut mal bei den anderen Projekten vorbei. Wir sehen uns, bis dann. Tschüssikowski!